zu Deutsch? Schlecht. Aber hast du doch einen Kurs gehabt, letzten April, oder? Ja, kurzer Kurs und lange Zeit dazwischen. Ja, dann werde ich mich halt ein bisschen das Hochdeutsch bemühen. Otto, ein bisschen, dass die Gäste dich ein bisschen spüren können. Was ist für dich ein typischer Wiener Geruch? Ein typischer Wiener Geruch wäre der so in diesen Mietshäusern, in den Stiegenhäusern von Mietshäusern oder manchmal nur, wenn man an den Eingängen vorbeikommt und irgendwie riecht jedes zweite Haus nach irgendwie in einer Art wie wenn bis vor 3 Jahren eine Fleischhauerei drinnen gewesen wäre. Und man hat noch nicht gelüftet, seit der Betrieb zugesperrt war. Und aber dem Geruch vom Bier würdest du auch zusprechen? Dem Geruch vom Bier, ja, bei uns ist er ja noch immer mit Zigarettengeruch gemischt. Also, ja. Ja, also ich glaube, ein Bier könnten wir dir offerieren, aber weil es ein öffentliches Gebäude ist, ist es halt wie in Österreich, müsstest du irgendwo verschwinden und das können wir dir jetzt gerade nicht gestatten, oder? Nein, kann nicht im Boden versinken. Ja. Aber ein Bier würdest du trinken? Gern. Bitte sehr, ein Bier für den Herrn. Kommt. Ja. Der Service ist hinter dir. Das ist der Service. Jetzt bist du ja das erste Mal in Aarau. Ich bin das erste Mal in Aarau, so werde ich mich entsinnen kann. So, wo ist das? Hinten ist der Tisch und das. Ja. Genau. Okay. Zum Wohl. Zum Wohl. Jetzt kann ich dich ja nicht fragen, wie du da Aarau so siehst, wie es ausschaut, aber welcher Geruch ist dir in Aarau aufgefallen heute? Ich rieche heute leider nichts, weil ich schwer erkältet bin. Ich höre fast nichts und ich rieche fast nichts. Das ist echt schwer. Ich kann wenig berichten. Diese alten Häuser fühlen sich sehr wohl an, muss ich sagen. Also das ist wirklich sehr, wo ich also bis jetzt drinnen war. Die Gebäude sind sehr angenehm. Aber wie gesagt, ich nehme wenig wahr. Zurzeit. Dann wäre vielleicht dann anschließend die Frage. Dein Jahresverbrauch an Papiernastüchern, wie hoch ist der so ungefähr? Das ist eine wichtige statistische Angabe für Noseland. Wir rechnen vieles um in Papiertaschentücher. Ja, ich bin ja ganz selten verschnupft. Also das ist wirklich ganz selten, seitdem ich regelmäßig Sauna und so besuche. Und ich bringe sicher, also pro Jahr ein kleines Packel Papiertaschentücher ist, Auf mehr kriege ich es nicht. Und das habe ich allerdings heute schon verbraucht, jetzt weiß ich nicht. Ja, sonst könnten wir dir dann schon noch was spendieren oder so. Wie ist das eigentlich? Du bist ja als Kind, hast du noch gesehen, bist dann blind geworden. Nimmt dann der Geruchssinn, nimmt der an Bedeutung zu? Ich muss sagen, ich hab so wenig gesehen als Kind, dass ich jetzt fast mehr sehe, wie ich damals gesehen habe. Das lässt sich inwieweit, da bringt einem das bisschen, was man sieht, mehr durcheinander und verwirrt einem mehr, als dass es eigentlich an wirklichen Gehalt zu bieten hat, würde ich so, wenn ich das so beschreiben kann. Wie war die Frage? Das wollte ich gerade sagen. Typisch Politiker redet lang, aber am Schluss ist die Frage nicht beantwortet. Es ging Geruchssinn. Geruchssinn, genau. Ja, ich bin halt regelmäßiger Raucher und deswegen ist das mit dem Geruchssinn ein bisschen relativ vielleicht. Aber der war schon immer besonders wichtig. Da könnte ich jetzt nicht sagen, dass das weniger oder mehr geworden wäre. Ich meine, um noch einmal auf die Sauna zurückzukommen, ich finde ja, dass so, das Wunderbare an einer Sauna ist ja zum Beispiel, dass du wirklich irgendwie nach diesem
Aufguss ist der Geruchssinn einmal so ganz wirklich sehr, sehr geöffnet und vieles, das man sonst nur so unbewusst riecht, riecht man dann sehr bewusst. Und wo ich mir gedacht habe, naja, so stelle ich mir ein gutes Konzert vor, es wäre auch ein gelungenes Konzert einfach, dass einfach so dass diese Art von Geruchssinn einfach dann plötzlich da ist, die man sonst vielleicht so übergeht.